schwerer Entschluss, finden Sie nicht? Sicher. Das heißt, ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich auch nicht. Ich wollte ja den Chef um einen Rat fragen, aber... Ach, da ist er ja, der Haslinger. Natürlich bin ich da. Ist ja mein Büro. Nee? War nur drüben beim Hollerbeck. Was erstaunt Sie daran so? Nicht erstaunt, ich habe Sie erwartet. Ach, das erstaunt mich. Frau Herz, ja. Ich habe da drüben bei den Hollerbeck ein paar Zeichnungen. Sind so gut. Holen Sie mir die her, ja? Ja, gern. Und dann besorge ich die Fahrkarte und den Schlafwagen. Ja, besorgen Sie es und reden Sie nicht so viel. Alle reden ja so viel. Na, reden schon. Gut, also... Wie Sie wissen, war ich im Herbst ziemlich krank. Ich habe jetzt erst die letzten Schwierigkeiten überstanden. Ich habe nämlich im Hals... Herr Gutmann, jetzt habe ich Ihre Krankengeschichte mindestens... Ja, ja, ich komme zur Sache. Bitte. Bitte. Also, wie Sie wissen, ist mein behandelnder Arzt der Dr. Brotmann. Und der hat seinerzeit im kritischesten Moment den Professor Norden zugezogen. Und bei dem war ich gestern, beim Professor Norden. Ja, ja, also was hat der gesagt? Eigentlich nichts. Was? Und um mir das zu sagen, kommen Sie mitten in der Arbeitszeit? Pardon, er hat mir nichts im Hinblick auf meine vergangene Krankheit gesagt. Ja? Er hat gesagt, dass diese Herzattacke, die ich anlässlich meiner Krankheit erlitten habe, ein Warnzeichen war. Und dass ich es überlegen soll, ob ich nicht in die Frühpension gehe. Die Dienstjahre habe ich ja. Verstehen Sie? Ja. Ist ein merkwürdiger Tag heute. Zuerst kündigt unsere Haushälterin, die Frau Faber, weil sie heiratet. Und jetzt Sie? Ich nicht. Ich heirate keinesfalls mehr. Der Professor meint, ich soll mir irgendein Hobby suchen. Ein Hobby? Statt heiraten? Nein. Vom Heiraten war ja nicht die Rede. Dieses Hobby haben Sie mir ja in die Schuhe geschoben. Der Professor meint irgendein Hobby, damit mir nicht langweilig ist. Ich weiß schon, weiß schon. Kann mir allerdings kein Hobby vorstellen, das mir die Arbeit ersetzen könnte. Herr Haslinger, ich auch nicht. Ich bin ja so froh, dass ich Sie um Rat gefragt habe. Sie raten mir also ab, in die Frühpension zu gehen. Oh nein, davon ist gar keine Rede. Ich habe ja gar nicht gewusst, das heißt, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass Sie mich um Rat fragen. Ja, wen denn? Na, lieber Freund, ich rate Ihnen weder zu, noch rate Ihnen ab. Das müssen Sie allein entscheiden. Ja, aber wie? Der Professor meint zwar, es muss nicht heute sein und es muss nicht morgen und es muss nicht übermorgen sein. Und sehen Sie, das sage ich auch. Ich bitte Sie nur um eines. Wenn Sie sich entschieden haben, dann sagen Sie mir, wie Sie sich entschieden haben. Ich muss ja eventuell für einen Ersatz sorgen, nicht? Und das wird gar nicht leicht sein. Aber bitte, das soll Sie in keiner Weise beeinflussen. Der Napoleon ist auch in die Frühpension gegangen und Frankreich steht heute noch. Was ist denn? Sie warten schon wieder? Sie haben doch gesagt, wenn Arbeitsschluss ist und ich nicht da bin, dann können Sie ruhig nach Hause gehen. Ja, aber ich gehe noch nicht nach Hause. Ich habe mir gedacht, Sie könnten vielleicht doch noch etwas brauchen. Ja, das ist rührend, aber unnötig. Außerdem sagt das Arbeitszeitgesetz ausdrücklich... Lassen Sie das Arbeitszeitgesetz sagen, was es will. Ich werde die Firma bestimmt nicht auf Überstunden klagen, wenn ich weggehe. Was heißt das? Wir wollen Sie am Ende... Weggehen? Nein. Warum sollte ich? Naja, also unsere Haushälterin, die hat heute gekündigt, weil sie heiratet, nicht? Das wäre doch bei Ihnen auch möglich. Derzeit ganz bestimmt nicht. Ja, das freut mich. Aber es wundert mich. Wie meinen Sie das? Naja, Sie sind doch, das sage ich Ihnen nicht, sonst werden Sie eingebildet, wenn man Ihnen Komplimente macht. Dann packen Sie zusammen und gehen wir. Mit Komplimenten haben Sie mich die ganze lange Zeit, die ich hier bin, wirklich nicht verwöhnt. Sie haben allerdings immer gesagt, dass Sie mit meiner Arbeit sehr zufrieden sind. Na, war das vielleicht kein Kompliment? Das war eine Anerkennung. Und jetzt, wo Sie drauf und dran waren, mir ein wirkliches Kompliment zu machen, dann machen Sie es nicht. Ich wollte nur sagen, es wundert mich, dass eine Heirat bei Ihnen ganz und gar nicht drinnen ist. Nicht möglich ist, eine Frau wie Sie, ich meine, abgesehen von Ihrer Tüchtigkeit, als Sekretärin sind Sie ja ein wahrer Glücksfall. Nur bitte, ist das kein Kompliment? Ja, ich glaube, jetzt bin ich sogar ein bisschen rot geworden. Ja, tatsächlich. Steht Ihnen aber gut. Nein, ich bin überzeugt, Sie wären eine ideale Ehefrau. Ja, zum Beispiel für meinen Papa. Was? Wie kommen Sie denn auf den? Naja, natürlich wären Sie für ihn viel zu jung.
Sie wären jetzt sogar zu jung für... Ich gehe jetzt. Gute Nacht. Gute Nacht. Warte, wo ist sie? Was ist los? Was heißt, was ist los? Sag bloß nicht, du weißt nicht, wo sie ist. Ich weiß nicht einmal, von wem du redest. Du verstehst dich nicht, oder? Was ist, was, was? Was? Leute, was willst du? Was ich will, meine Frau will ich die gerne. Sie hat geschrieben, sie ist bei dir. Ist sie da drinnen? Sie ist weder da noch da, sie ist nicht zugegen. So, und warum schreibt sie mir dann? Was weiß ich, habe ich ihr gesagt, sie soll dir schreiben? Was soll denn das überhaupt alles? Was heißt, was? Verlassen hat sie mich und das Kind, und einen Brief hat sie geschrieben. Eine Frau, die Mann und Kind verlässt und einen Brief schreibt, ist es überhaupt nicht wert, dass man Jimmy, sich so aufregt. Jimmy, setz dich mal hin, beruhig dich, du redest ja vollkommen wirr. Ich rede völlig normal. Ja? Was du normal nennst. Was? Ich habe mir gerade einen Cognac genehmigt. Ich genehmige dir auch einen. Freddy! Was ist denn? Freddy, das sind zwei Gläser, das zweite, und sie benutzt es also hier. Aber was? Doch nicht so. Das Glas hat mein Vater benutzt. Das war schon vorhin da, wie ich gekommen bin. So ja. Und wo ist dein Vater jetzt? Diniert mit einem Geschäftsfreund. Anschließend fährt er mit der Bahn nach Hamburg. So. So? Ja, komm, setz dich, trink schön und erzähl mir in Ruhe, wie das alles war. Ja. Hm? Trink. Fred, ich bin todunglücklich. Prost. Prost. Ihr habt gestritten. Hm? Gestritten, ununterbrochen und immer mit der Mutter von der Gerli. Kommerzialrat. Ja, sie mischt sich in alles hinein. Unsere Ehe, unsere Kindererziehung. Bitte gib mir noch was zum Trinken. Aber wie kommst du auf die Idee, deine Frau hier bei mir zu suchen? Warum schenkst du mir so viel ein und dir überhaupt nichts? Ja, du brauchst das nicht. Mir ist ja niemand davon. Was? Erzähl weiter. Hm? Du, es ist schrecklich. Heute in der Früh gab es einen riesigen Krach mit meiner, also mit der Mutter von der Gerle, weil ich von Zusammenhang mit dieser Frau kann ich nicht von meiner Schwiegermutter reden. Es gab also einen furchtbaren Krach mit der Gerle ihrer Mama. So, zu Mittag komme ich nach Hause, Gerli ergreift sofort die Partei ihrer Mama und gab es den zweiten Krach. Ah, zwei solche Kräche. Was? Prost. Ja, Prost. Und weiter? Na, nichts. Ich bin nach dem Essen ins Büro zurück. Hat's wieder einen Krach gegeben? Ja, mit den Prokuristen. Wenn du mit allen Leuten streitest. Das ist überhaupt nicht komisch, gell? Prost. Ich trink nicht so schnell, hä? Du, pass auf, ich habe eine Schwiegermutter und eine Frau, die mir den ganzen Tag sagen, was ich tun soll. Jetzt fang nicht du auch an, mir zu sagen, wie schnell oder wie langsam ich trinken soll. Bitte trink, wie du willst. Was ist das? Wieso kriege ich nur so wenig? Ah, hast du mehr? Hast mir aber noch immer nicht gesagt, warum du mit der Gelinde gerade, also ausgerechnet bei mir suchst. Natürlich habe ich dir das gesagt, aber du hörst mir keinen Moment zu. Pass auf, ich werde etwas zeigen. Weißt du, was das ist? Brief. Ja, das ist ein Brief. Und weißt du, von wem der ist? Von meiner Frau. Ja, habe ich mir beinahe gedacht. Komm nach Haus, die Frau ist weg, das Kind ist bei der Mutter und der Brief liegt auf dem Tisch. Verlasse dich für immer und kehre zu Freddy Haslinger zurück. Das ist der helle Wahnsinn. Was? Kehr zu mir zurück, sie war ja nie da. Was heißt, sie war nie da? Du hast sie heiraten, hast du aber sie wolltest. Aber natürlich wolltest du aber sie heiraten. Nicht eine Sekunde. Sie wäre die letzte Frau, die ich in meinem Leben heiraten würde. Die letzte. Sag, bist du wahnsinnig? Bist du wahnsinnig? Wie redest denn du von meiner Frau? Letztlich, wie komme ich dazu, über sie zu reden? Sie ist nicht hier, sie war nicht hier, wird nie hier sein. Bitte durchsuch die ganze Wohnung. Ja. Genau, das werde ich tun. Ja, bitte. Genau. Ich möchte nur vorher noch was trinken. Ja, dann entscheide dich aber bitte bei Zeiten, ob du eifersüchtig bist oder trunksüchtig. Aber... Also, lieber Herr Kommissarrat, ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass ich auf dem Bahnhof muss. Herr Ober? Ja, bitte. Oh, schon zu spät, der Zug ist schon weg. Na, bringen Sie uns noch eine Flasche Wein. Bitte, Herr Hasliger. Jetzt ist schon egal.
Ich würde sie zurücknehmen, Freddy. Von dir. Das ist mit dir, Freddy. Das ist, du, ich würde sie auch durch dich wieder zurücknehmen. Unsinn, das ist eine fixe Idee von dir, dass du glaubst, dass deine Frau mit mir... Nein, das ist keine fixe Idee. Das ist eine fürchterliche Idee. Ich meine, du und die Gerli, mein bester Freund und meine beste Frau, das ist doch nicht auszudenken, was geschehen würde, wenn das geschehen würde. Es wird nicht geschehen. So, und jetzt... Jetzt trinke ich noch einen Kognak. Nein, du hast genug. Du fährst jetzt nach Salzburg und du wirst sehen, wenn du dort ankommst, ist deine beste Frau da. Wieso weißt du das? Was hat sie dir geschrieben? Aber lass sie uns... Natürlich hat sie... Wie oft soll ich dir das noch sagen? Schau, du glaubst doch nicht im Ernst, dass sie dich endgültig verlassen hat. Das heißt nicht im Ernst? Das steht doch da in diesem Brief drin. Dieser ganze Brief ist ein Unsinn. Dass sie insinuiert, das ist ein bisschen schwer in deinem Zustand, dass sie dir glauben machen will, dass sie jemals in mich verliebt war, oder sowas Ähnliches halt. Halt! Freddy, ich glaub dir. Ja. Weißt du, es ist nur, weil dadurch, dass ich ja... Du verstehst, es ist von mir aus, ist das auch... Ja. Was wollte ich sagen jetzt? Das weiß ich nicht, ein Blödsinn. Nein, den habe ich ja gesagt. Die ganze Zeit. Hier. Sie hat immer nur dich geliebt und sie hat dich ja auch gekriegt. Ja, und ich habe ihre Mama gekriegt. Ja, das ist ein Pech. Ja. Soll ich dir was sagen, Freddy? Der liebe Gott hat die Schwiegermütter in seinem größten Zorn geschaffen. Aber das ist nicht wahr. Es gibt ja auch prachtvolle Schwiegermütter. Ja, es gibt ja auch prachtvolle Kobras. Ich kenne nur eine, das ist die Kobra, die Mama von der Gerli. Ja, du weißt, ich bin jetzt zu müde für Privatzoologie. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns gesehen haben, aber jetzt... Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Der letzte Zug nach Salzburg geht doch um 23.98 Uhr. Das ist sicher ein Irrtum, du erreichst den letzten Zug ganz bestimmt. Ja, was ist denn das für eine Tür? Ein Schlafzimmer. Ja? Bitte willst du es durchsuchen, vielleicht ob die Gerli da drinnen ist? Versündig dich nicht, du. Du bist frivol, du bist ein Frivoleur. Ja, ist schon gut. Du weißt, unten an der Ecke kriegst du ein Taxi. Ja. Leicht, nicht immer. Nicht? Die Hausmeisterin wird dich aus dem Haus lassen. Ja. Weißt du, dass du mein bester Freund bist, Freddy? Ja, du hast mich vorhin taxenfrei dazu erhoben. Ich habe es in solches... Ja, servus, Freddy. Servus. So geht's da heute. Haslinger. Ach, Papa. Was gibt's denn? Wieso? Ja. Na, geht, das macht doch nichts. Dann fliegst du eben morgen. Ja, ist sowieso bequemer. Ja, na, ich gehe jetzt schlafen, ja. Ich hab Besuch gehabt. Und Jimmy, der Mann von der Gerlinde. Ja, der frühere Hippie. Hm? Das ist ganz lustig noch, ja. Ja, na schön, also dann unterhalte ich noch gut und wir sehen uns dann morgen früh. Hm? Schön, guten Abend. Freddy! Hast du mich erschreckt? Das heißt, erschreckt mich. Mir zittern die Knie. Ich muss mich gleich niedersetzen. Sag mal, wie kommst denn du in mein Bett? Ich habe mich hereingelegt. Du warst ja nicht da. Natürlich war ich nicht da, sonst wärst du nicht dort. Wie kommst du überhaupt in unsere Wohnung? Eure Haushälterin hat mich hereingelassen, die war gerade im Weggehen. Ich bin nämlich von zu Hause fort. Das weiß ich, denn der Mann war nämlich da. Jimmy? Wer denn? Wie viele Männer hast du? Ich habe ihm noch aufgefordert, dass er die ganze Wohnung durchsuchen. Das wäre was gewesen, wenn ich da gefunden hätte, da, in meinem Bett. Entsetzlich. Du, der hätte uns getötet. Der töten? Sag mal, wie kommst du überhaupt dazu, ihm einen Brief zu hinterlassen, in dem du insinuierst... In dem ich was? In dem du ihm glauben machst, dass zwischen uns etwas war und dass wir uns immer noch nahe stehen. Damit er zerspringt! Der hat meine arme Mama. Mich interessiert nicht deine arme Mama, nicht dein armer Mann. Mich interessiert nur, wieso... Du ausgerechnet dein armes Bett ausgesucht hast, um dich niederzulegen. Ich war plötzlich entsetzlich schläfrig. Na und? Wenn alle Frauen, die schläfrig sind, sich da in mein Bett legen würden? Das wäre ein Gedränge. Na, ich wollte mich im Zimmer von Frau Faber niederlegen. Dort sind auch meine Kleider. Und das Bett war mir zu klein.
Und dann habe ich es im Bett von deinem Papa probiert, aber das war mir zu hart. Das hier ist genau das Richtige. Gewesen. Jetzt ist nämlich Schluss. Du verlässt augenblicklich das Bett und die Wohnung. Aber ja, wie komme ich dazu? Nur weil ihr gestritten habt? Es war ein fürchterlicher Krach. Ja, und selbst ein fürchterlicher Krach berechtigt dich nicht, in x-beliebigen Betten zu nehmen. Ja, aber das ist kein x-beliebiges Bett, sondern das deine. Ja, das weiß ich. Mir passt nur übrigens dein Pyjama. Entzückend, das nützt aber gar nichts. Du musst jetzt zurück zu deinem Mann. Ach, ich denk doch gar nicht dran. Ich bleib hier liegen und schlaf mich aus. Du kannst dich ja ins Bett von deinem Papa legen, der ist ohnehin verreist. Ja, eben nicht. Er hat den Zug versäumt. Dann leg dich ins Bett von der Frau Faber. Ich lass mich von dir nicht in fremde Betten einweisen. Du fährst jetzt sofort nach Salzburg. Dein Mann ist bereits auf dem Weg dorthin. Was, der ist schon auf dem Weg nach Salzburg? Ja. Das heißt, im Augenblick, glaube ich, steht er vor der Tür. Vielleicht nicht. Vielleicht ist es dein Vater. Oh, der hat doch Schlüssel und der würde mich nie aufwecken. Du hast recht. Das ist das. So klingelt er immer, wenn er aufgeregt ist. Ja, na dann mache ich ihm jetzt auf. Na bitte. Psst, ruhig. Ja, ruhig, am besten so ruhig wie vorhin. Und vorhin habe ich geschlafen. Ja, schlaf wieder. Oder gib dein Polster vors Gesicht, aber keinen Laut. Am besten du drückst den Polster fest ans Gesicht. Da ersticke ich ja. Ersticken, das ist eine Lösung. Aber leise, sonst haben wir zwei Leichen im Haus. Servus, Freddy. Servus. Bin wieder da. Ja, das sehe ich. Ich habe mir's überlegt. Es ist völlig unmöglich, dass du die Gerlinde nicht liebst. Das glaube ich dir einfach. Weißt du, warum ich dir das nicht glaube? Ja, weil du blöd bist, da zieht's. Na und? Es ist nämlich jeder Mann, der sich in die Gerlinde verliebt. Das ist ein Unsinn. Es gibt 100 Männer, die deine Gerlinde nicht im geringsten interessieren. Was? 100? 1000? Millionen? Einen, sag mir. Ich. Geh da hinein. Ich werde dir da, ja, ein Licht machen. Gibt es sogar noch. Also gut. Ja. Das heißt, nein. Ein zweites Mal lasse ich mich von dir nämlich nicht betrunken machen. Ja, das wäre auch unmöglich. Du bist ja vom ersten Mal noch. Warum bist du denn überhaupt noch mal gekommen? Weil ich die Wohnung durchsuchen werde. Das hast du mir ja angeboten. Ja, aber ich meine, das brauchst du gar nicht, denn ich schwöre nein, dir. Nein, du brauchst mir überhaupt nicht schwören. Vor allem keinen Meineid. Ja. Nee, lass mich einfach die Wohnung durchsuchen. Und wenn ich die Gerle nicht finde, möchte ich um Verzeihung bitten. Kniend. Ja, das also, ist doch... Wo ist das Schlafzimmer? Ah ja, das hab ich... Jimmy, jetzt sei doch vernünftig! Mach keinen Unsinn! Nicht ich! Ich verbiete dir hier hinein zum... Was denn? Du verbietest mir, dass das spricht, Bände! Wieso? Das ist nämlich dein Schlafzimmer! Lächerlich! Weg von da! Weg! Du wirst doch mit mir nicht raufen wollen! Und ob! Der hat er gerade! Na? Sie ist nicht da. Nein? Das habe ich dir ja gesagt. Sie ist unter dem Bett, ist sie nicht. Unter dem Bett ist sie nicht. Das ist ja auch nicht. Ah! Der Schrank! Sie ist im Schrank, natürlich im Schrank ist sie. Ist sie nicht. Das ist interessant, wo ist denn hier? Sie ist ja nicht da, die ist sie überhaupt nicht da. Nee, sag ich ja. Freddy, was habe ich jetzt getan? Aber gar nichts. Du hast nur das getan, was jeder Mann tun würde. Nein, Fred, ich habe gesagt, ich werde dich um Entschuldigung bitten. Auf den Knien. Und das werde ich jetzt. Geh her, so lächerlich. Freddy, du gehst jetzt am Bahnhof und dort fährt alle Augenblick ein Zug nach Salzburg. Freddy, ich hätte mich ja nicht. Das ist ja Blödsinn. Na, war er's? Ich habe plötzlich solchen Hunger gehabt. Da ist sie! Ich dachte, er ist schon weg, weil es so ruhig war. Ja, es wird gleich mit der Ruhe vorbei sein. Nein, du irrst dich. Ich bin ganz ruhig. Schäm dich. Spuck nicht, ich habe nichts Unrechtes getan. Was hast du nicht? Ruhig. Du wolltest ruhig. Hast du nichts Unrechtes? Du warst in seinem Schlafzimmer. Ja, aber er war nicht drinnen. Ja. So, und was ist das für ein Pyjama? Meiner. Den hat sie sich selbst angezogen. Betrogen habt ihr mich. Ich bin einem Pyjama. Hey, bitte, hör auf, hier den Othello zu spielen. Ja. Ich hab Hunger. Hunger?
Weib! Ich verbiete dir, mich Weib zu nennen. Ich bin hierher gekommen, weil ich nicht wusste, wo ich sonst hin soll. So in ein Hotel vielleicht. Sie wird in ein Hotel gehen, wenn sie hier das Gleiche... Freddy! Kann ist ein Blödsinn, ja, aber wie komme ich dazu, hier Blödsinn zu reden, nur weil du deine Frau grundlos verdächtigst? Grundlos, grundlos. Ich habe meine Frau in deinem Schlafzimmer gefunden. Ich und nur ich habe sie im Schlafzimmer gefunden, ja, bevor du zurückgekommen bist. Was heißt nur du? Wieso habe ich meine Frau nicht in deinem Schlafzimmer gefunden? Weil ich in der Küche war. Im Pyjama? Noch dazu in einem, der die grässlichste Farbe hat, die es gibt, in Giftgrün? Giftgrün? Spricht der Alkohol aus dir? Das ist doch nicht Giftgrün, sondern was? Das ist mehr... egal. Sei doch einen Moment vernünftig. Willst du denn wirklich, dass eure Ehe kaputt geht? Ich will es. Ein Mann, der meine Mama so behandelt. Sie wird sich vielleicht freuen, dass ich dich da erwischt habe. Aber sie wird sich nicht freuen, sie wird es nicht erfahren. Du wirst dich jetzt mit deiner Frau versöhnen. Nee. Ja, das ist ein Dickschädel, mein Lieber. Ja, der ist... Also, dann zwingst du mich dazu, etwas zu sagen. Was? Ich habe nämlich... Eine Geliebte. Natürlich, meine Frau. Nicht die, eine andere. Sozusagen eine Braut. Heimlich. Heimlich? Und wer ist diese Braut? Der ist... Ich sag's nicht. Oh, das möchte mich aber sehr interessieren. Mich auch. Heimliche Braut, so ein Blödsinn. Das habt ihr beide euch ausgemacht. Aber bei mich könnt ihr nicht... Es gibt überhaupt keine heimliche Braut. Oh ja. Was meine, es gibt wirklich eine. Und ich weiß auch, wer das ist. Was? Wie meinst du eigentlich? Na ja, ich war doch vorigen Monat bei dir im Büro. Das ist mir schon aufgefallen. Was? Wie verliebt ihr ineinander seid, du und deine Sekretärin? Die Link? Freddy, stell dich doch nicht so. Mir kannst du es ja eingestehen. Was redet ihr da? Hä? Bitte, bitte, bitte. Also Freddy, leg ein offenes Geständnis ab. Ist es die Link? Ja, bitte, wenn du es ohnehin schon weißt... Sie ist es. Ja, ich habe mich heimlich mit ihr verlobt. Heimlich? Ja. Warum schon wieder heimlich? Ja, wegen meinem Vater. Nicht? Der will, dass ich reich heirate. Er wollte ja auch, dass ich die Gerlinde... Ich nicht. Ich nicht. Und deswegen habe ich mich jetzt mit der Maria heimlich verlobt. Maria? Ja. Maria Link heißt sie. Schön. Ne? Gerlinde hat recht gehabt. Ja? Wir sind wahnsinnig ineinander verliebt und... Daher auch wahnsinnig verlobt. Das soll ich glauben? Ja, ich hab's ja anfangs selbst nicht glauben wollen, nicht? Aber jetzt, je mehr ich... Es ist wahr. Natürlich ist es wahr. Eine Frau hat für sowas einen untrüglichen Blick. Und weißt du, was noch wahr ist? Hm? Dass es für mich unbegreiflicherweise nur einen Mann gibt. Der bist du. Auch wenn ich dir gelegentlich davonlaufe. Wirklich wahr, Gerli? Leider. Ich liebe dich nämlich. Ich dich auch, Gerli. Gerlinde, es wäre sehr nett, wenn du dich jetzt schon langsam aus meinem Pyjama schälen würdest. Mein Vater wird jeden Moment kommen. Ich möchte nicht mit den Erklärungen wieder von vorne anfangen. Umso mehr ich ihm gar nichts von meiner heimlichen Verlobung sagen möchte. Und wann wirst du es ihm sagen? Bei nächstbester Gelegenheit. Gut, dann fahren wir zurück nach Salzburg, hm? Ja. Du, nein, ich habe noch eine bessere Idee. Ja. Wir bleiben hier. Bei uns? Nein, von deiner Gastfreundschaft habe ich genug. Wir nehmen uns ein Zimmer im Grand Hotel und bleiben ein paar Tage hier. Zwischenflitterwochen. Hm? Was sagst du dazu, Liebling? Das ist wunderbar. Du bist einfach umwerfend. Du, das sag ich ja immer. Wir bleiben ein paar Tage hier, machen es uns sehr gemütlich und die Mama lassen wir dunsten. Ja. Am Abend, da gehen wir aus. Na, also, dann ist ja alles in Ordnung. Oh, ich habe noch eine wunderbare Idee. Ja? Morgen Abend gehen wir zu viert aus mit dir und deiner Braut. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Das ist zu linkisch, die. Hm? Ist ja scheu. Nee? Die ist ja menschenscheu wie ein Reh. Das ist doch ein Unsinn. Da stimmt schon wieder irgendetwas. Aber nein, er hat doch nur Angst, dass was herauskommt. Aber Freddy, uns beiden kannst du deine Braut schon präsentieren. Natürlich, oder geht das nicht? Geht das nicht? Alles geht. Ich meine, warum soll es nicht gehen? Wohin geht's ihr? Ja, auch gut, zu irgendeinem Heurigen, zum Beispiel zum Kavalierlackner, um 9. Kavalier? Ja. 9? Na, bis dahin habe ich es ja schon beigebracht. Was? Was? Naja, dass zwischen mir und der Gerlinde nie etwas war. Sie ist nämlich auch sehr eifersüchtig. Deine heimliche Braut? Tja. Die Unheimliche.
Und eine andere als ich ist Ihnen nicht eingefallen? Nein, leider nicht. Das heißt keine bessere, besser gesagt überhaupt keine. Es ist mir wirklich schrecklich peinlich, dieses Gespräch mit Ihnen, vor allem Link. Ja, warum denn? Ich finde weder etwas Kränkendes noch Peinliches daran, dass Sie mich als Ihre heimliche Braut ausgegeben haben. Ja. Wahrscheinlich haben Sie doch ein bisschen zu viel getrunken gehabt. Nein, nein, also das nicht. Er war ja auch viel nüchterner als vorher. Und daher auch viel mehr eifersüchtig und misstrauisch. Ich meine, ich habe Sie direkt erfinden müssen. Also, lassen Sie mich nicht im Stich jetzt. Hm? Ja, ich weiß nicht. Ich bin überhaupt nicht dazu geeignet, so eine Komödie zu spielen. Jede Frau ist dazu geeignet. Außer Sie wollen nicht. Ich kann natürlich dem Jimmy auch die Wahrheit sagen. Er wird mich nicht zum Duell fordern oder erschießen wollen. Nein, 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 nein. Also, gut. Ich komme mit. Ja? Fein. Ja. Aber bitte, ich möchte nicht, dass Sie etwas tun, was Ihnen im Herzen zuwider ist. Nein, das würde ich ganz bestimmt nicht tun. Und ich gehe sehr gern zum Heurigen. Hm? Auch mit Ihnen. Danke. Gleichfalls. Du bist das. Na sowas. Jetzt habe ich dich im ersten Augenblick gar nicht erkannt. Na schön. Ich habe nämlich gefürchtet, du willst mich nicht erkennen wegen unserer aufgelösten Verlobung. Aber Edi, nach einer so langen Zeit, da schaut doch alles ganz anders aus. Ja, ja. Gehst du auch da hinein? Ja, ich gehe zum Rechtsanwalt. Ich zum Zahnarzt. Zum Zahnarzt, so. Na, hoffentlich schaue ich nach dem Zahnarzt nicht auch so aus. Na, das wäre schade. Du siehst nämlich blendend aus. Danke. Ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Danke. Bitte. Mir hat es damals sehr leid getan, dass wir unsere Verlobung, ich meine der Bruch... Mir auch. Ich bin sogar nach Afrika geflüchtet. Ja, ich weiß. Ich habe ja versucht, dich zu erreichen. Margit, wir müssen uns einmal gründlich aussprechen. Ja, schön wäre das schon. Aber wann sollte das sein? Untertags, da arbeitest du und am Abend, du bist müde, hm? Nicht immer. Weißt du, das war damals eine besondere Situation. Wir haben doch damals das kleine Mädel bei uns gehabt, die Puppi. Die ist natürlich längst weg. Und dein Sohn? Und der ist noch da. Bitte. In welchen Stockwerk fährst du denn? Vierter, bitte. Vierter. Und ich? Fünfter. Hast du noch dieselbe Telefonnummer? Ja. Hast du sie am Ende aufgehoben? Natürlich. Das heißt, ich hoffe es. Du aber wirklich, wir müssen uns einmal in aller Ruhe und gründlich aussprechen. Wie du das sagst, so in aller Ruhe und gründlich, als ob das bei dir so ohne weiteres möglich wäre. Was ist denn das? Mir scheint der Aufzug steckt. Na sowas. Da muss doch irgendwo eine Glocke sein, wo man für derartige... Da ist eine, da steht Alarm drauf. Ja, das ist sie. Na servus. Jetzt habe ich mich für 11 Uhr beim Anwalt angesagt. Und ich für 11 beim Zahnarzt. Jetzt bin ich extra früher von zu Hause weggefahren. Es kann doch immer was passieren, nicht? Natürlich. Zum Beispiel, dass ein Aufzug stecken bleibt. Hallo! Ist da wer? Ja, da ist wer. Da, es geht nicht weiter. Aufzug ist stehen geblieben. Ui, da haben Sie vielleicht 2 Knöpfe zur selben Zeit gedrückt. Kann sein. Bestimmt. Da bleibt der gern stehen, der Aufzug. Wenn einer so blöd. Wenn einer gleich 2 Knöpfe auf einmal drückt. Und was geschieht jetzt? Na, gar nichts. Ah, das ist schön. Was heißt gar nichts? Der Aufzug steht, bis jemand von der Firma kommt. Von der Firma Heinemann und Ness, die was den Aufzug erbaut hat. Im Jahre 1903. Ich werde die Firma anrufen. Ja, da wäre einer sehr dankbar. Aber eines kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Unter einer bis 1,5 Stunden kommen Sie da nicht heraus. Auch die Dame nicht. Ja, was sagst du? Na, was soll ich sagen? Eigentlich müsste es dir ja recht sein. Wieso? Du wolltest dich doch in aller Ruhe und gründlich mit mir aussprechen. Eine bessere Gelegenheit wirst du nicht finden. Danke, danke, Frau Herz. Wie Sie wissen, beschäftigt mich der Gedanke, in Pension zu gehen. Frühzeitig. Und, danke schön. Und gestern nun habe ich den Direktor Kurz getroffen. Unseren früheren Bankier, danke schön. Der sich vom Geschäft zurückgezogen hat. Also auch ein Pensionist, sozusagen. Der ist todunglücklich. Weil er keine Arbeit mehr hat? Ja,
Er sagt, er kommt sich vor wie im Wartesaal auf den Tod. Ich war direkt deprimiert nach dem Gespräch. Das finde ich aber übertrieben. Es gibt ja auch andere. Ja, das wollte ich Ihnen gerade erzählen. Und eine Stunde später treffe ich einen gewissen Kaulecker. Der war Buchprüfer beim Finanzamt und als solcher ein ausgesprochen mieselsüchtiger und moroser Mensch. Ja, ich erinnere mich. Der alte Herr Haslinger war mit ihm im Urlaub auch. Genau, ja. Damals war das ein Erholungsurlaub nach langer Krankheit. Und dann hat er mir erzählt, hat er kurzen Prozess gemacht und ist in die Frühpension gegangen. Und was soll ich Ihnen sagen? Der ist heute der Sonnenschein in Pension. In Person. Der Sonnenschein gar? In Person. Und er sagt, seit seiner Pensionierung ist er erst draufgekommen, wie schön das Leben ist. Er sammelt Briefmarken, Schmetterlinge. Bierdeckel? Nein, Frau Herz. Bierdeckel sammelt er nicht. Aber Ansichtskarten. Und er ist der glücklichste Mensch auf Erden. Na sehen Sie, das gibt es auch. Freilich. Aber ist es nicht merkwürdig? Der Direktor Kurz, der doch früher ein lustiger Mensch war, mit dem man nicht eine Minute zusammen sein konnte, ohne dass er einem einen Witz erzählt hat. Der ist durch die Pensionierung gebrochen und der Herr Kaulecker ist aus demselben Grund glücklich und zufrieden wie nie zuvor. Und ich weiß jetzt erst recht nicht, was ich tun soll. Ich wollte mich ja mit dem Herrn Chef beraten, aber der ist ja nicht da. Der ist nach Hamburg geflogen. Ja, ja, richtig. Wieso? Da ist er ja, der Herr Haslinger. Ja. Natascha, ja, schon wieder schwarzer Kaffee statt Mittagessen. Ich habe ja nur ein... Ja, schon gut. Stell dich vor, ich bin jetzt 2 Stunden in einem Aufzug gesteckt. Wozu? Wozu, weil er nicht weitergegangen ist. Natürlich war mein Flugzeug längst weg, wie mich der Motor dann endlich befreit hat. Das ist aber ärgerlich. Da soll mir nichts Ärgeres passieren. Fahr ich halt mit dem Nachtzug, ne? Wieso sind Sie da, Herr Gutmann? Ist was Besonderes? Nein. Ich wollte ja gar keinen Kaffee. Übrigens, ich soll Sie bestens grüßen lassen. Vom Herrn Direktor Kurz und vom Herrn Kaulecker. Beide sind in Pension. Aha. Und Sie? Wozu haben Sie sich entschlossen? Ich? Ich gehe jetzt Mittagessen. Es ist sowieso schon sehr spät. Mahlzeit. Der wird immer schuldig. Aber bitte, als Arbeitskraft ist er unersetzlich. Ich sage ihm es nur nicht. Er soll ganz allein entscheiden und unbeeinflusst. Ich weiß eh, wie er sich entscheiden wird. Ich auch. Ich rufe jetzt an wegen dem Schlafwagen. Übrigens, waren Sie beim Patentanwalt? Nein, ich war nicht beim Patentanwalt. Warum nicht? So wie der Aufzug repariert war, hätten Sie doch... Wie der Aufzug repariert war, war ich verlobt. Was? Mit der Margit Fenwäsche, meiner alten Liebe. Ich habe sie im Aufzug getroffen, das heißt also vor dem Aufzug. Und wir haben 2 Stunden Zeit gehabt, dass wir uns ausgesprochen haben. Und also, Sie können mir gratulieren, Frau Herz. Herzlich, ich gratuliere herzlich. Frau Herz, nur wenn ich Sie bitten dürfte, dass Sie vor der Hand nicht darüber reden. Ich möchte nämlich zuerst meinem Sohn schonend beibringen. Das ist ein schwerer Schlag für ihn werden. Ah, da bist du ja. Ich wollte gerade zu dir. Und ich zu dir. Wo ist meine Krawatte? Was für Krawatte? Die weinrote mit dem Schuppenmuster. Woher soll ich wissen, wo deine Krawatte sind? Geh du nicht so. Ja, du borgst ja doch oft eine aus von mir. Oft? Ich? Nie! Einmal vor Jahren schön, hab ich beruhigt. Beruhig dich, nehme ich eine andere. Ne? Wohin gehst du denn? Zum Heurigen. Ja, mit der Gerli, ihrem Mann und... Und? Niemanden. Wieso, du hast doch gesagt und? Na ja, ich wollte sagen und, da hätte ich gerne meine weinrote... Krawatte gehabt. Ne? Wohin gehst du? Ich fahre ja nach Hamburg. Nicht? Und vorher gehe ich essen mit... Mit wem? Mit niemandem allein. Mhm. Freddy, ja? Ich wollte... Ja? Nix. Ich ziehe mich jetzt fertig an. Wir sehen uns ja noch. Ne? Ja. Sprechen wir dann. Servus. So, also welche nehme ich da jetzt? Die geht nicht. Das ist zu... Das ist zu hell. Die ist alt, das ist schrecklich. Du, Freddy, ich habe mich entschlossen... Mir zu gestehen, dass du mir doch die Krawatte gekrapst hast. Was für Krawatte? Na, das ist sie doch, von der ich vorhin gesprochen habe. Weinrot mit den... Die? Ja. Bitte, da lass sie. Lass sie, ich schenke dir. Zur Hochzeit. Zu was für einer Hochzeit? Ja, oder zum Geburtstag.
Der ist wahrscheinlicher. Apropos Hochzeit, deine Braut hat dir geschrieben. Was für eine Braut? Na, die Christiane, soviel ich weiß, hat die offiziell noch verlobt. Ist ein Brief von ihr gekommen, ich habe ihn irrtümlich aufgemacht. Und natürlich gelesen. Und natürlich nicht gelesen, außer die erste Zeile. Bitte, da ist er. Das ist komisch, sonst schreibt sie immer nur Ansichtskarten. Ich weiß gar nicht, was sie will. Sie schreibt, sie hat sich mit einem Südamerikaner verlobt. Na, also. Jetzt ist er leichter, was? Was heißt leicht? Das war doch schon damals aus wie die Geschichte mit dir. Ja, ja, du wolltest mich damals nicht allein lassen. Ja, aber schau, je mehr ich drüber nachdenke, in der Erinnerung, sie war doch so damenhaft und so beherrscht, also ganz gegen meinen Geschmack. Bitte, obwohl sie schön ist, da kann man nichts sagen. Aber was ist denn dein Geschmack? Na, no, ganz anders. Mhm. Weißt du, ich meine, deswegen nicht hässlich, nicht? Aber mädchenhaft, unkompliziert. Unkompliziert ist keine. Aber das klingt so, wie wenn du an eine bestimmte denken würdest. Wer ist es denn? Na, denke ich. Ich, nicht, dass ich wüsste. Ich meine, ich habe so mehr vor mich hin. Ne? Ich, meine, ich könnte es dir nicht einmal sagen. Ich könnte es nicht. Nein. Ja. Jetzt redest du ein bisschen wieder gut, Mann. Wieso wieder? Gut, du wolltest mir doch etwas sagen. Du bist hereingekommen und hast gesagt, du hast dich entschlossen. Ja, also ich, wozu? Ich muss weg, ich feiere heute weg. Wenn ich zurückkomme, reden wir weiter. Servus, Bursche. Servus. Jesus, da ist ja die Krawatte. Mein Gott, jetzt habe ich ihm Unrecht getan, den kleinen Dicken. Kommst daher? Ja. Also jetzt, liebe Braut. Ich hab so Lampenfieber. Wieso? Sie waren doch schon einmal Braut. Ja, aber keine Heinriche. Also los. Ja, nicht vergessen, wir sind per Du. Ja, ja. Na endlich. Hab schon geglaubt, ihr lasst uns sitzen. Ja, wie kommst du denn auf die Idee? Durch mich, weißt du, weil ich aber nie wirklich geglaubt, dass du Braut hast. Na, hör mal. Ja, setz dich denn. Kennst du die Gerli, ja? Ja, aber na, das ist mein Mann. Ja, was ist denn, wieso diese Zärtlichkeit? Weißt du, aus lauter Begeisterung, weil das eine hübsche Braut ist. Also. Damit sind alle Zweifel. Und noch einen Liter, bitte schön. Ich bin eigentlich gar nicht überrascht, dass wir uns wiedersehen. Oh, ich euch zusammen gesehen habe, da habe ich sofort gewusst, dass ihr zwei, naja, dass ihr ein Liebespaar seid. Wir zwei? Ich und der... Der Freddy? Ja. Im Büro habe ich es bemerkt. Bitte, der Freddy, der kann sich ganz gut beherrschen, aber Ihnen sieht man es deutlich an, dass Sie bis über beide Ohren in ihn verknallt sind. Mach 22 Schilling, bitte. Oje. Oje? Was heißt oje? Jetzt habe ich kein Geld mit. Oje. Ja, was macht man denn da? Was macht man denn da? Ganz einfach, wir fahren zu Ihnen nach Hause und holen das Geld. Nein, das geht nicht da. Da habe ich ja gar keine Zeit dazu. Ich werde von einer Dame erwartet, aber die wird mir das Geld schon borgen. Na, da schau her. Ja, na hoffentlich hat sie ihre Mama nicht mitgebracht. Na, warum? Vielleicht hat die ja Geld. Bitte noch einen Liter, ja? Bitte, ich bremse, du hast sowieso schon geladen. Ja. Na und, ist vielleicht kein Grund zum Feiern? Ja, ich habe meine süße Frau da und du hast eine süße Braut. Mhm. Ich meine, du bist ein süßer Braut. Aber ja, süßer Mann. Oh Gott, wie wird mir? Göttlich. Jetzt kommt's ihr dran. Was? Hör mal, wenn wir altes Ehepaar uns küssen, dann müsst ihr junges Brautpaar es doch umso mehr tun. Völlig richtig. Ich bestehe auch darauf. Ihr küsst euch jetzt sofort. Eins, zwei, drei. Super. Moment, wir sind nicht im Hofbräu aus. Wenn du nicht sofort erst deine Braut küsst, dann passiert was. Was denn? Dann küsse ich sie. Das kann ich ihr nicht antun. Nicht? Das ist... Da ist er ja. Bisschen verspätet, nicht? Aber nein, Mama. Wir sind wieder zu früh dran, wie immer, wenn ich mit dir ausgehe. Grüß dich, amte Damen. Ich hab gar nicht gewusst, dass ich heute das Vergnügen haben werde. Ja, die Mama hat sich's nicht nehmen. Natürlich nicht. Setzen Sie sich. Ja, nur ich muss den Ober... Der wird schon kommen. Warum bist du denn so aufgeregt? Na nix. Ich
Ich hab da draußen. Habt ihr schon bestellt? Ja? Aber nein, doch nicht bevor du da bist. Ja. Da ist er. Wer? Der Ober. Ich bin gleich wieder da, ja? Was hat er denn? Warum ist er denn so sprunghaft? Ja, das ist deine Art, die Herren zu fixieren, Mama. Da laufen's doch alle davon. Mir ist keiner davon gelaufen zu meiner Zeit. Es war eine nervenstarke Generation. Was wollt's denn da? Na, kein Diner Soupe einnehmen. Mein Geld will ich haben. Ja. Aber haben Sie es noch nicht gekriegt von der Dame? Nein, ich habe nicht kennen, weil Ihre Mama da. Geht's ja, aber sind Sie Freunde. Geben Sie dem Mann 25 Schilling. Ja, oh, bitte sehr gerne. Ja, gut. Nächstes Mal vorher mit der Straßenbahn. Glauben Sie nicht, dass wir auch nach Hause gehen sollten? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir uns wieder Sie sagen sollten. Wir haben schließlich Bruderschaft getrunken. Ja, aber nur zum Schein. Mit einem Kuss? Mit Pussy. Okay. Ja, dem Jimmy war es auch nicht zärtlich genug. Das ist ein lustiger Mensch, der Jimmy. Ja, ja, sehr lustig. Besonders wenn er einen Eifersuchtskoller kriegt. Aber mir fällt auf, Jimmy geht Ihnen ganz leicht über die Lippen. Freddy hast du zu mir nicht ein einziges Mal gesagt. Oh ja, einmal. Ja. Versuch's noch einmal. Bitte. Freddy. Bitte. Aber warum schaust du mich denn so an? Also ich weiß es ja schon die ganze Zeit, aber ich habe es mir nie eingestehen wollen. Ja. Und du? Was? Ja. Du? Ich auch. Wenn ich zu tief ins Glaserl schau, das weiß ich jetzt schon ganz genau, dann werd ich nicht schwach und mach keinen Krach. Ich werd nur verliebter in dich nach und nach. Trinke dann noch ein bisserl an Wein, handle mir rasch ein Schwipserlein. Ich sei's auf der Welt zum Besten bestellt, denn du und der Wein, ihr gebt's mir allein. Das Gefühl schon auf Erden im Himmel zu sein. Verliebt sein, das ist doch das Schönste beim Wein. Verliebt sein, das macht uns so glücklich allein. Guten Morgen, Herr Hasl. Morgen, lieber Herr Gutmann, wie geht's? Danke, ich komme gerade aus dem Büro Ihres Herrn Papa. Ja, wieso, der ist doch gar nicht da? Ja, der kommt erst um 18 Uhr mit dem Flugzeug, wie mir die Frau Herz sagte. Ich wollte ihm nur sagen, dass ich bezüglich meiner Frühpension endlich einen Entschluss gefasst habe. Wie Sie wissen... Ja, ich weiß auch, welchen Entschluss Sie gefasst haben. Sie gehen nicht in die Frühpension. Ja, das haben Sie erraten. Ja, also nicht erraten, aber erdacht mit meinem Genie, wenn Sie wollen. Ich gratuliere Ihnen, uns, der Firma, Ihrer Frau. Die ist doch... Ich weiß, im Himmel. Aber ich bin gerade so in Gratulierlaune. Also, vielleicht erlaube ich Ihnen, dass Sie mir demnächst auch gratulieren. Wiedersehen, lieber Gutmann. Guten Morgen. Was heißt das? Wer sind Sie? Wie kommen Sie auf diesen Platz? Bitte, der Herr Wanko hat mich eingewiesen, provisorisch, damit Sie nicht ohne Sekretärin sind. Das Fräulein Link hat doch in aller Früh fristlos gekündigt und... Was hat sie? Sie hat einen Brief für Sie dagelassen, dort liegt er. Ja, warum sagen Sie das nicht gleich? Den hat die Frau Herz dahergelegt. Das Fräulein Link war ja bei ihr drin. Soll ich jetzt bitte da bleiben, bitte? Oder? Soll ich da bleiben? Aber was gehen Sie zum Bankura? Ich mach das dann schon. Sagen Sie, bei der Frau Herz war sie? Ja, da drin.
Wo ist sie? Wer? 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 Spinnen Sie nicht, die Ahnungslose? Sie wissen ganz genau, was ich... Bitte lassen Sie mich aus der Sache heraus. Wenn Ihr Vater... Mein Vater geht das überhaupt nichts an. Sie schreibt hier, sie will nicht, sie kann nicht, es geht nicht, das ist überspannter Unsinn. Was hat sie Ihnen gesagt? Dasselbe, wie sie Ihnen geschrieben hat, sie kann nicht mehr. Und das mit Recht. Sie ist ein sehr wertvoller Mensch. Das weiß ich auch. Sie hat gesagt, Sie hätten sich gestern Nacht wie ein perfekter Gentleman benommen. Aber auf die Dauer... Und das meine ich auch. Aber... Seid ihr nicht normal, ihr zwei? Herr Hasinger. Bei Ihnen stört es mich nicht, aber sie will ich ja heiraten. Heiraten? Und Ihr Vater? Der ist im Moment uninteressant. Wo ist sie? Und sagen Sie mir ja nicht, dass Sie es nicht wissen. Bei der Tante in Dreiskirchen. Aha. Sie sind auch eine prachtvolle Person. Und was meinen Vater betrifft, machen Sie sich keine Sorgen. Ich heirate erst, bis eine sehr gute Haushälterin hat. Jetzt fahre ich nach Dreiskirchen. Sie sind eine liebe Freundin. Das war mal eine angenehme Überraschung. Woher hast du gewusst, dass ich heute um diese Zeit ankomme? Ich habe im Büro angerufen. Ach, hast du mit meinem Sohn gesprochen? Nein, mit deiner Sekretärin. Aha. Mit deinem Sohn? Mit dem sprich nur selber. Ja, das werde ich tun. Heute noch rede ich mit ihm, ohne Rücksicht auf Verluste. Bitte sehr. Heute sage ich es ihm. Eins. Noch E5. Freddy! Ja. Ach, Servus! Du bist du, ja. Moment, da muss ich ja noch Schach. Ja, da brauche ich keine drei Schachs. Servus. Hast du auf mich gewartet? Ja, das heißt, ich wollte dich eigentlich abholen vom Flughafen, aber es ist wirklich nicht ausgegangen. Ja. Wie war es in Hamburg? Sehr schön. Alles in bester Ordnung. Ja? Ja. Der Petersen lässt dich schön grüßen. Danke. Ja. Wollen wir uns setzen oder musst du gleich weg? Nein, ich muss nicht weg. Ja. Bitte, ich habe mit dir zu reden. Ja, ich habe mit dir zu reden. Ja, also dann fang gleich an. Nein, fang du an. Na geh, jetzt sei doch nicht kindisch. Na, ja. Also. Ja. Nämlich, warte mal, da habe ich, glaube ich, was... War was los im Geschäft? Nein, außer dass mir der Gutmann mitgeteilt hat, dass er nicht in den Ruhestand geht, nichts. Daran habe ich nicht am Moment gezweifelt. Ich auch nicht. Ja. Ja? Ja. Also, ich war doch bei diesem Patentanwalt. Das heißt, ich war nicht bei ihm. Ich war im Aufzug, der ist stecken geblieben. Ja. Der Aufzug. Der, nämlich der Aufzug, wenn man da zwei Knöpfe auf einmal drückt, dann bleibt er stecken. Bleibt stecken, ja. Gut. Ja. Das ist sehr interessant, nur hat die Geschichte auch eine Pointe. Ja, natürlich hat sie eine Pointe. Ja. Nämlich, bis der Monteur gekommen ist. Mhm. Was hast du so eilig? Musst du weg? Ich muss nicht weg. Nein. Nein, nur diese langatmige Aufzugsgeschichte, die kann doch nicht so wichtig sein. Sie ist ja wichtig. Aber bitte, wenn du nervös bist, dann fang du an. Dann erzähl du, was du zu sagen hast. Gut. Es wird dich zwar überraschen, was ich dir zu sagen habe. Das heißt, warum sollst du dich überraschen? Nein, das war ja zu erwarten. Und wie sich das jetzt eben so ergeben hat, so... warum soll ich zuerst sagen, was zu sagen ist? Ich bin zwar verabredet, aber... Jetzt auf einmal bist du verabredet? Außerdem, wenn schon. Sie wird schon auf dich warten, wenn es nötig ist. Wer? Von wem redest du eigentlich? Was weiß ich? Das wird schon eine sein. Du erzählst mir in letzter Zeit nicht, was du gerade für eine hast. Wie das klingt, was du gerade für eine hast. Na, also jetzt genug der Herumrederei. Ich werde demnächst heiraten. Das gibt's nicht. Ja, unwiderruflich. Es tut mir leid, dass ich dich jetzt allein lassen muss. Und das macht ja nichts. Also mich bedrückt's, aber... Es ist lieb von dir, dass du sagst, das macht dir nichts. Weißt du noch gar nicht, wen ich heirate. Bin neugierig, wie du das aufnehmen wirst. Gut, wer es aufnehmen, ja? Freddy, gut. Ne? Mir ist jede Recht, die du lieb hast, ne? Dass du sie liebst, das ist doch die Hauptsache. Ne? Mir scheint, du bist froh darüber, dass du mich los wirst. Ja. Das heißt, nein, natürlich bin ich nicht, dann sag mal schon, wer sie ist. Spar mich nicht auf die Folter. Kenne ich sie? Ja, schon längere Zeit. Ja? Die Maria. Maria. Link. Was? Die Link? Ja. Also darauf wäre ich im Leben nicht gekommen. Ich bin auch lange nicht drauf gekommen, aber jetzt umso heftiger.
Bist du entsetzt? Entsetzt? Hm? Warum sollte ich entsetzt sein? Ist doch reizend. Nett, sympathisch, intelligent. Und dass sie kein Geld hat, das stört dich nicht? Überhaupt nicht. Warum Geld hast du ja genug? Hauptsache ist, dass alles andere stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Mich bedrückt wirklich, dass ich dich jetzt allein lassen muss. Lass mich nicht allein, bleib ja nicht allein. Ach so? Hm. Hast du am Ende eine neue Haushälterin? Wenn du es so nennen willst. Ich habe mich verlobt. Okay, deinem Alter. Um Gottes Willen, wem denn? Um Gottes Willen, in meinem Alter. Der 16-Jährige ist es nicht. Die Margit Fernwäsche, die habe ich erzählen wollen. Die habe ich im Aufzug getroffen und dann stecken geblieben. Und bis der Monteur war, waren wir verlobt. Ich habe nur nicht den Mut gehabt, dass ich dir erzähle. Feigling. Du hast das nötig. Du hast ja vorhin selber gestottert, wie ich. Wie du? Wie, ja. Also, gratuliere dir. Ich dir auch. Ich wünsche dir alles Gute, Friede. Ja. Alles Glück auf der Erde. Ja. Und es ist noch ein Wort und ich fange zu weinen an. Das macht nichts. Also, Sie meinen, ich soll das Geschenk einfach in die Wohnung schicken? Am besten gleich heute. Aber die Hochzeit ist doch erst morgen. Es werden so viele Geschenke kommen, da fällt unseres gar nicht auf. Sehr gut. Mein Kompliment, Frau Herz, wirklich raffiniert. Damit können wir uns gleich richtig in Szene setzen, auch das wäre nicht einmal meine Frau gekommen. Und die kommt auch viel. Schau ich gut aus. Der Neumeier hat mir den Köln noch nicht geliefert. Ja, wird ihn schon liefern. Ja, wann? Nach der Trauung. Was ist das da, eine Schuhausstellung? Nein, ich habe keinen Platz in meinem Zimmer. Ich muss doch sehen, was ich für Schuhe nehme. Bis jetzt habe ich nicht ein Paar gefunden, das zum Köln passt. Ich habe nicht einmal noch einen Köln. Das ist ein Kerl, dieser Mann. Ich rufe ihn noch einmal an. Der Hauser ist auch noch nicht da, aber das ist ja kein so einmal er. Am Trauzeugen findet man immer, aber einen Köln nicht. Ja. Schuhe auch nicht. Ich habe fest geglaubt, dass ich passende Schuhe habe. Guten Morgen. Guten Morgen. Was für eine Schuhnummer haben Sie, Herr Gutmann? 40, bitte. 40, das ist zu klein. Ich habe keine passenden Schuhe. Ihre wären gut. Sind besonders hübsch. Ja, ich putze sie auch persönlich. Deswegen wären sie auch nicht größer. Ich hätte sie natürlich sehr gerne geliehen. Aber allerdings, was ich dann gemacht hätte... Ja, ich hätte sie nicht barfuß gehen lassen. Ja, das ist... Meldet sich niemand. Der Kerl geht nicht zum Telefon. Grüß dich, Herr Tag, Herr Chef. Ich wollte ja nur den Scheck überbringen, den Sie dann dem Nikola anlässlich des freudigen Ereignisses... Ja, also vor der Hand habe ich noch gar keinen Köt. Was bitte haben Sie nicht? Einen Köt. C-U-T, Kutterweh, das Kleidungsstück, das man normalerweise bei seiner Hochzeit trägt. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe ja auch einen zu Hause. Ja? Ja. Und der kann mir nicht passen. Nein, und dann stammt er auch aus den 30er Jahren. Und ich weiß nicht, ob er noch gut genug ist. Aber der Scheck. Aber lassen Sie mich in Ruhe mit dem Scheck, ja? Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Ich kann ihn nicht so zu heilen. Was sind denn das jetzt für Schuhe? Das sind meine, die ziehe ich selber an. Die werden ja auch viel zu groß. Da. Das ziehe ich gleich an. Ist noch was, Herr Gutmann? Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, Herr Chef, es gibt da eine Kleiderleihanstalt. Für dunkle Herren. Was? Für dunkle Kleidung. Sowohl für Herren als auch für Damen. Dunkel? Schwarze, ja. Ich habe damals selbst anlässlich des Begräbnisses meiner Hausmeisterin einen... Das ist eine glänzende Idee. Was geht denn das so schwer? Herr Gutmann, das ist eine glänzende Idee. Sie wissen also, wo diese Leihanstalt ist, ja? Ungefähr, ja. 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 Na, Sie werden schon finden. Ich bitte Sie nämlich, dass Sie sofort hinfahren mit einem Taxi, das ich bezahle, nicht? Und Sie bringen mir dann einen Kött, ja? Gern, ja. Wenn die einen Kött haben, der Ihren Maßen entspricht. Wie groß sind Sie denn, Herr Chef? Was weiß ich, eins. Also ungefähr so groß wie Sie, ne? Aber viel dicker. Ja, das können Sie ja sagen, ne? Das ist ja kein Geheimnis. Nein, natürlich nicht. Ich werde Ihnen sagen, ungefähr meine Größe, aber so. So, ich bin ja kein Missgeburt. Nein, nein, Sie sind erst später so geworden. Aber bitte, ich mach das schon, ja? Ich kann ja zwei oder drei Kötz nehmen. Ich hoffe, ich komme noch zurecht. Auf Wiedersehen. Bitte geht's weg, wenn ich's eilig habe. Ja? Ist, oder bleib da, Ich zieh einfach irgendeins. Warte mal. Zieh irgendeins. Geht! Guten Morgen, meine Herren Hochzeiter. Servus, zeig mir deine Schuhe. Was? Der hat ja noch größere Füße als du. Das ist aber ein komischer Empfang für einen Trauzeugen. Geht du dir nichts an, Herr, Sie wollen deine Schuhe ausbohren. Meine Schuhe? Wieso? Ist hier eine allgemeine Geistesverwirrung eingetreten? Nein, ich finde keine passenden. Das habe ich noch nie gehört, dass man mit geborgten Schuhen zur Hochzeit geht. Übrigens,
Die Ricky lässt euch herzlich grüßen und alles Gute wünschen. Also, natürlich tut sie furchtbar leid, dass sie gerade jetzt ausgerechnet die Grippe bekommen hat. Ja. Aber sagt sie mal, ihr steht da alle noch herum in Urzustand? Es ist doch schon. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe mir nämlich einen funkelnagelneuen Kött machen lassen. Du auch, ne? Extra zu eurer Hochzeit. Passt mir doch großartig, nicht? Ja. Und mir wird er auch passen. Was heißt das? Schau, Hauser, du wirst doch zugeben, dass bei einer Hochzeit der Bräutigam wichtiger ist als der Trauzeuge. Das kommt drauf an. Und wir haben doch glücklicherweise dieselbe Figur. Also jetzt beleidigst du mich. Geh, tu dir nichts an, schau dir in den Spiegel. Das heißt, das brauchst du gar nicht. Du ziehst den Kött aus, ich zieh den Kött an. Wir sehen, der passt mal wie angegossen. Was, du bist mit meinem Kött? Heiraten, schau, du bist doch kein gewöhnlicher Trauzeuge. Du bist mein Freund, du also bist mein Schwager. Na, okay, ne? Ihr seid mir zwei schöne Hochzeiten. Der eine will meine Schuhe, der andere meinen Kött. Ich kann doch nicht als Nackter zur Hochzeit gehen. Nein, nein, du kriegst einen Anzug von mir. Kannst du den schönsten Anzug kannst du aussuchen, selbstverständlich. Aber du, jetzt zieh den Kött aus. Es ist schon höchste Zeit, ich hab's nämlich schon so eilig. Also sowas hab ich noch nie erlebt. Du hast ja noch nie einen neuen Kött. Wenn du vielleicht den Steiner-Anzug vom Papa anziehst, dann brauchst du die schwarzen Schuhe gar nicht. Nein! Dann kann ich nein! Jetzt ist Schluss. Die Schuhe gebe ich nicht mehr her. Da habe ich Einlagen drin. Ohne die kann ich nicht gehen. Einlagen? Na gut, also dann behalte ich die an, was ist ja auch wahr. Ich heirate ja nicht die Schuhe, sondern meine Braut, ne? Ich weiß nicht, mich drückt der linke Schuh so. So? Das ist merkwürdig. Mir ist er viel zu groß. Wahrscheinlich haben wir in der Eile den linken Schuh verwechselt.